Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sterben am Stück. Wir haben den mit den entzündeten Nippeln auf der Map, wo du nichts hast, wo du so wirklich ran kannst. Really? Ach, das muss doch halt wirklich nicht sein. Das geht gut los hier. Okay, er kommt. Da muss es leider los. Er hat Steve. Ich gehe mal wieder an den Generator. So. Ach, Mann. Ich hasse diesen Killer. Jedes Mal, wenn wir den haben, sind wir nicht rausgekommen, wenn ihr euch erinnert. Wir sind einfach nie rausgekommen gegen diesen Killer. Ist das ätzend. Ich habe die Tagesaufgabe mit Jeff im Ausgangstor zu öffnen. Deswegen spielen wir heute mal Jeff. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wenn nicht, versuchen wir das später irgendwann mal. Run, Steve! Run! Do it, Steve! Ich bin halt nicht so gut wie Steve. Oh, sorry. Hier bin ich. Willst du mich heilen? Okay, er will mich heilen. Kommt, glaube ich, in unsere Richtung. Hm, erblendet. Er kommt. Kämpft der jetzt? Geh halt weg, du Ek. Okay, er geht retten. Dann. Jetzt ist mich schnell an. Oh, oh Scheiße. Der ist ja komplett. So, warte mal. Jack macht wieder den Würfel. Oh. You opened it. The Box. Er ist durch die Box gegangen. Wir haben gerade schlechtes Internet. So, gucken wir einfach mal. Ich glaube, Steve sitzt an dem Generator, wo wir dran waren, ne? Nicht mitgekriegt, wo der Erste angegangen ist. Der hat die Kacke mit, dass der jetzt blockiert. Nice. Na, wird jetzt hier hinterkommen, oder? Nee, kommt er nicht. Hat Jake. Ja, Kacke. Na, hier sind die auch nebeneinander. Na, tritt dort was? Ich weiß nicht, was die anderen beiden machen. Er tritt. Okay, oder? Kann ich mit dem Würfel abgucken? Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Ich mach den Würfel. Naja, er kommt halt durch. So. Oh, klar. Ich renn dahin, wo der Typi auftaucht. Logisch. Ah, oh, ich renn halt den immer voll in... Oh, scheiße, Leute. Sorry. Ich drehe rum. Er ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Muss man jetzt schon mal sagen. Ich bin halt voll reingerannt. Ach, Mann.
Aha. Gut. Reden wir nicht weiter darüber. Okay, da kommt einer. Ach, ist dieser blöde Waffe schon wieder da? Traumhaft. Nein. Ach, Mann. Ich hänge hier so ab. Ich meine, wir werden eh nicht rauskommen bei der Runde. So. Ja, nice. Okay, der kommt mich jetzt verletzt retten. Ich halte dich erstmal fix. Steve hat ja auch schon gehangen. Ich habe übrigens ausgestellt, dass man die Namen von den anderen Survivern sieht. Ich dachte mir, ich stell das mal aus. Oh, scheiße, wir sollten die Box machen, ne? Lori ist halt auch... weiß nicht, was Lori macht. Scheiße. Wir haben halt echt ein Problem... Ja, jetzt haben wir halt echt ein Problem mit den Ketten. Oh, da ist der Dude schon. Weiß nicht, ob ich ihn wegziehen kann. Und man schreit auch noch auf, wenn man die Ketten kriegt. Das ist ja ätzend. Wo ist denn der Würfel jetzt? Okay. Hä? Wo ist der Würfel? Okay, Lori ist hier. Ich sehe, der Würfel ist da hinten. Warte, ja, das wird nichts mit hochheilen. Wir müssen uns den Würfel machen. Alles andere bringt nichts. Ja, und wenn, sobald du einmal den Würfel nicht machst, hast du halt echt verloren, ne? Das ist halt einfach zum Kotzen. Hä? Ist der Würfel? Okay, Steve ist am Würfel. Hat er jetzt Jake rausgetunnelt? Er hat Jake rausgetunnelt. Ja, nice. Jetzt machen wir mal so lange das Totem. So, wartet mal. Muss mal ganz kurz was gucken. Na? Oh, mach's später. Bin gerade super useless. So, sorry. Huch! Okay, er jagt Lori gerade. Ich renne zum Würfel. Und was Steve macht. Ist halt gemein, dass der jetzt Jack rausgetunnelt hat. Scheiß Kackwürfel, ey. So. Ich setze mich jetzt auch hier an den Generator. Lori ist da hinten. Es ist einfach alles zum Brechen. Na, kommt her. Steve! Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Hat die jetzt gezählt, die Palette? Nee, ich war jetzt offiziell noch nicht in der Jagd, ne? Was ist das ätzend, Alter? Ich muss halt immer noch Paletten umschmeißen für diese blöde Aufgabe. Oh Gott, da ist Steve.
Die hat jetzt gezählt. Oh, hi. Oh Gott. Geht Steve jetzt mal retten? Ja, okay. Steve ist retten gegangen. Sehr gut. Mein Flink ist nicht ready. Das ist kacke. Oh mein Gott. Naja, ich werde sowas von sterben. Ja, sage ich ja. Ich werde sowas von sterben. Oh. Mann. Ist das ätzend. Ich glaube, er hat Steve gesehen, ne? Bin mir nicht sicher. Hm, jetzt hat er Steve gesehen. Er kommt, er kommt, er kommt, Steve. Steve, he's coming. Geht er wieder mir nach oder Steve? Er ist Steve nach. Ich waste das jetzt einfach mal. Muss Richtung Würfel. Ich hasse diesen Killer. Ich hasse ihn einfach so sehr. Oh Gott. Laurie? Laurie ist am Würfel. Hä? Das ist ja mies. Do it. Ich protecte dich. You opened it. Da noch durch die Box. I came. Ich opfer mich mal. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Keine Ahnung. Ich renn mal Richtung Steve. Ach man, das ist doch alles schon wieder jetzt zum Mäusemelken mit dem Typen. Ich komme, Steve, ich komme. Junge, Junge. Und runter mit dir. So, einmal Steve heilen. Er jagt Laurie noch. Ist die Box schon wieder? Ah, diese Kackbox, ne? Ätzend. Das ist echt einfach. Ja, okay, das war Laurie. Danke. So, oh, wo ist mein B? Bringt denn der Laurie hin? Wo ist Laurie? Okay, sie dort hin. Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Diese Map ist halt auch so offen. Es ist so ätzend. Ich nehme Steve mag, aber ich hook jetzt Laurie ab. Der ging daneben. Okay, Laurie. Er jagt Laurie wieder. Ja, kacke. Gut, dann ist Laurie jetzt dead. Oh, Laurie hat einen Strike, die ist runter. Sehr gut. Ich glaube, der Generator ist am weitesten. Wir versuchen jetzt einfach mal den Generator noch durchzuziehen. Jetzt krabbelt in die Nase, jetzt hat er Laurie trotzdem. Steve! Tu nichts, dummes Steve! Geht er jetzt wieder zum Würfel? Nee, erst noch hi.
Okay. Und mal zu dem Kackwürfel kommen. Das ist so ätzend mit dem Killer. Diesen bescheuerten Würfel. Wirklich. Kommt er durch oder lässt das Steve nicht los? Okay, ist nicht durch. Muss ein bisschen auf. Muss zu dem Generator kommen. Ich hasse solche Runden. Das ist alles einfach nur so ätzend. Das zieht sich jetzt einfach so künstlich in die Länge durch den. Das ist... Es ist super, super ätzend. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Würfel. Ich versuche mich jetzt zu heilen und dann an den Würfel zu gehen, dass wenn der durch den Würfel kommt, dass ich geheilt bin und einen Schlag noch fangen kann. Oh Gott, ich habe reingeschissen. Scheiße. Falsch gedrückt. Doof. Oh, scheiße. Das ist halt mies. Der Killer hat halt so viele Sachen und Möglichkeiten, wie er halt einfach reagieren kann, ne? Dieser blöde Würfel. Dann portet er sich da durch und... Ach, keine Ahnung. Das ist alles super ätzend. Einfach. Oh. Hat er mich jetzt nicht gesehen? Okay, das war Glück. Steve. Ah, er ist durch. Wie lange zieht denn sich diese Runde schon wieder? 20 Minuten fast. Alter. Ist doch wenig der Ernst. Ich geh mal auf Gefahr in den Schrank. Jetzt die Luke kriegen ist wieder... Ich krieg die Luke. Ich werd irre. Nice! Wuhu! Das war Glück. Einfach nur pures Glück. Ich habe zwar kein Ausgangstor mit Jeff geöffnet, aber wir haben ja noch eine zweite Runde. Und ich würde sagen, in der sehen wir uns gleich. Also, bis gleich und dann hoffentlich mit einem anderen Killer und einer besseren Map. Tschüss! Okay, Schrottplatz. Die Maps sind eigentlich ganz gut. Eigentlich. Sollte man meinen. Eigentlich. Okay, ist das die zweigeteilte Map? Bin mir unsicher, aber ich glaube, ne? Oh, Feng hat's schon ermittelt. Ich gehe mal rüber auf die andere Seite. Wir sind alle hier. Oh. Okay, er muss der weg. Es ist eine Sadako. Der Fernseher ging gerade an. In meinem Rücken ist kein Fernseher.
Die Mittelgens müssen als erstes weg. Das ist so wichtig auf dieser zweigeteilten. Wo ist sie? Oh, da drüben. Okay. Der bestimmt das mit dem Sturm mit, ne? Okay. Da hinten war ja noch die Rebecca. Ich glaube, sie kommt, ne? Hm, Rebecca hat abgehoben. Der ist weg. Mach gleich mal das Totem. Nur für den Fall der Fälle. Okay. Wo ist Ada jetzt ran? Drüben? Nein. Der hier ist auch noch relativ nah an der Mitte, deswegen ich versuche mal den wegzumachen. Wieso sehe ich sie nicht, wenn sie tritt? Sie hat irgendwas mit, dass die ein Terrorradius oder irgendwas hat. Hat die gezählt? Natürlich nicht. Die hat irgendwas mit, dass die, wenn die aus dem Fernseher oder so kommt, dass die nicht, dass sie keinen Terrorradius hat oder sowas. Drüben, der tuckert auch schon. Jetzt ich mal an den ran. Wenn Ada jetzt da drüben auf der Seite ist. Jetzt haben wir wieder das Problem am Ende, dass alle Generatoren auf einer Seite sind. Okay, also wenn die durch den Fernseher kommt, hat die keinen Terrorradius erstmal. Boah, ich hasse sowas. Ich habe die Fähigkeit von Sadako auch noch nicht verstanden. Wann kriegt man dieses komische, was sich da um einen auflädt, was Rebecca hat? Wann? Sie ist wieder unsichtbar. Ah, nee, doch nicht. Ich nehme an, sie wird gleich hierher kommen. Ein Segen mit. Okay. Ada hat abgehuckt. So, jetzt haben wir relativ gut verteilt die Generatoren. Einer drüben, einer hier, einer in der Mitte. Sie hängen wieder. Okay. Einer ist noch da vorne. Den sollten wir hier und den nicht machen. Ein Fernseher hinter mir. Das ist nicht. Okay, sie ist schon wieder runter. Junge, immer wenn ich abgucken gehen will. Warum, Rebecca? Warum? Ja, wow. Fängt jetzt in ihr Totem reingerannt da hinten. Ja. Ich komme. Ich geh mal zu Fängen. Ich weiß zwar nicht, warum ich Fängen sehe. Okay, sie ist da drüben.
Eng, Vorsicht. Du rennst ein bisschen rein. Ich setze mich mal hier vorne an den Generator. Dass der schon mal ein bisschen angefasst ist. Hier hin. Ist das ätzend? Keine Ahnung, wo sie ist. Sie hat Ada. Wo ist Ada? Drüben. Okay, an Ada ihren Generator. Kein Einfühlungsvermögen mit. Warum sehe ich die Leute? Ich verstehe es nicht ganz. Wo ist ein Ausgang? Was sind die beide drüben? Boah, das wäre richtig kacke. Das wäre richtig ätzend. Hier ist auf jeden Fall keine. Nee, die sind beide drüben, ne? Scheiße. Ich muss doch einen Ausgang aufmachen mit Jeff. Jetzt dran sein. Ja. Bringt sie Ada hin. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Das war doof. Kacke. Was soll denn das jetzt? Na klar. Ach, Ada. Es tut mir leid. Ich dachte, die kann mich nicht grabben. Ich hab's versaut. Ada, kämpf. Ich kann noch springen. Ada, kämpf. Nein. Ada, kämpf. Oh Gott, Ada, ich hätte doch noch springen können, Kämpfer. Ja, kacke. Ach, Ada. Ich hätte noch versuchen können zu springen. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ja, gut. Es war einfach dumm am Ende. Wir hätten einfach rausgehen sollen. Wir haben uns jetzt völlig, völlig für umsonst geopfert. Das war einfach dumm. Ich hätte einfach mein Tor aufmachen und rausgehen sollen. Kacke. Na gut. Es ist, wie es ist, ne? Für die Mates geopfert. Und dann halt auch noch so sinnlos einfach. Junge, Junge. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir sind in der ersten Runde immerhin rausgekommen durch die Luke. Ey, auch wenn das irgendwie sich nicht gut angeführt hat, weil das irgendwie nicht so verdient war. Ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal ist das Entkommen richtig cool, wenn du dir denkst, so, boah, geil, was für eine krasse Runde. Und manchmal, wenn du wirklich einfach nur Glück hast, fühlt sich das Entkommen nicht gut an. Und so war das in der ersten Runde. Naja, egal. So, ich... Hör auf, euch zuzuquatschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.